Schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen hier im digitalen Salon von D-Radio Wissen und dem Humboldt-Institut hier für Internet und Gesellschaft. Ich bin Marlies Schaum und wir wagen uns heute in eine Welt vor, die voller Verheißungen ist, voller großer Ideen und Träume, voller möglicher Millionendeals, aber auch voller Hipster und voller enttäuschter Erwartungen und vielleicht auch großer Crashs. Das alles ist in dieser Welt der sogenannten Startups vorhanden. Wir reden heute über Internet-Startups und wir klären natürlich, was sind die Internet-Startups, wer sind die Gründer dahinter, wie kann man damit Geld machen, wie macht man Profit. Das alles ist heute bei uns Thema und wir fragen uns auch, ob es eigentlich sowas wie eine neue deutsche Gründerkultur gibt in Zeiten des Netzes. Und damit man das alles klären kann, lädt man sich natürlich jemanden ein, der dazu was sagen kann. Machen wir auch immer geschickterweise. Unter anderem Antonia. Antonia Latta ist heute Abend da. Sie hat nicht nur vor 9 Monaten ihr erstes ganz eigenes Startup gegründet, sie hat auch schon mal erfolgreich eins mitgegründet und begleitet. Und sie weiß vor allem auch, wie man richtiges Personal findet für ein Startup. Deswegen ist Antonia heute bei uns. Außerdem ist Stefan da, Stefan Groß-Seelbeck, der ist Gastprofessor hier bei uns am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und erforscht unter anderem, wann denn eigentlich Startups erfolgreich sind und wenn es mal kriselt und knirscht, können er und sein Team weiterhelfen. Die bauen nämlich sogenannte Startup-Clinics auf, wo man sich Hilfe holen kann, wenn man denn möchte. Das ist unser Thema heute. Erst reden wir über die Startups, dann über die Gründer dahinter und dann über die Profite. Zwischendurch habt ihr Zeit, Fragen zu stellen. Freue ich mich drauf. Freue ich mich überhaupt, dass ihr alle da seid. Und Antonia, ich würde sagen, wenn es um die Startups geht, fangen wir am besten mit dir direkt an und mit dem, was du da gegründet hast, nämlich vor 9 Monaten. Dein Unternehmen heißt? Shortlist Europe, habe ich es genannt. Beschreib mal ganz kurz, wie es, was es genau ist. Also wenn du Shortlist Europe vorstellst, um zum Beispiel Gelder einzutreiben, was sagst du, was du machst? Ja, im Prinzip ist der Name auch schon Programm, Shortlist. Und Europe habe ich dann einfach dazu gewählt, weil es sich gut anhörte. Und, und weil die URL einfach schon besetzt war, mal für die Insider. Auf all das muss man nämlich bei Gründungen schon achten, wenn man nun mal online gründet. Also Shortlist Europe, Shortlist ist letztendlich das Produkt, was bei mir rauskommt. Ich produziere aber eben nichts zum Anfassen etc., sondern eine Liste von Kandidaten, die durch meine Vorauswahl gegangen sind, die ich gefunden habe auf viele verschiedene Wege, die ich auch vorab schon versuche, so gut wie möglich zu matchen und dann meinen Kunden vorzuschlagen. Wenn jemand einen Mitarbeiter sucht. Also es ist eine Personalvermittlung. Genau. Wer sind meine Mitarbeiter? Wer sind meine Kunden? Mhm. Das sind Unternehmen, die eben fähige, kompetente, passende Mitarbeiter suchen. Ich bin auf die Headhunter. Art ist Antonia Headhunterin, richtig. Personalvermittlerin. Sie sucht, sie findet, sie vermittelt im besten Fall. Genau. Bitte beschreib doch mal ganz kurz, wie sieht dein Büro aus? Wie groß ist das? Ich bin in einer Bürogemeinschaft mit 4 anderen, nicht allen Startups, einer alteingesessenen Firma, 3 Startups. Und arbeitest wir alleine? Selbst haben 4, wir haben 6 Arbeitsplätze. Mhm. Also du und 5 Mitarbeiter? Nee, wir sind zu 4. Also ihr seid zu 4, du und 3 Mitarbeiter, okay. Wie viele Stunden pro Tag verbringst du in deinem Unternehmen, durch dein Unternehmen, mit deinem Unternehmen? Ja, das ist ganz einfach zu antworten. Also in meinem Unternehmen Shortlist verbringe ich 1/3 meines Tages. Nur 1/3? Ich dachte, junge Start-up-Gründer arbeiten rund um die Uhr. Nein. Okay. Also ich nicht. Das ist enttäuschend. Ja, aber meine Erwartungen werden mal wieder nicht erfüllt, ja? Das ist auch, das ist einfach meine Sache. Ich habe ja ein anderes, viele sagen immer so gern Familienunternehmen. Ich bin 1/3 meines anderen Tages Hausfrau und Mutter. Was mache ich in so einer Situation? Ich kann einen Teilzeitjob annehmen, ich kann mir aber auch meinen Job selbst kreieren und eben sagen, dann stelle ich mir 2, 3 Leute ein, führe die so dahin, dass es irgendwo ein Konstrukt ist, dass ich eben nicht die ganze Zeit vor Ort sein muss. Arbeiten wenigstens deine anderen Mitarbeiter 24 Stunden? Nein. Auch nicht? Nee. Aber schon mehr. Mhm. Also schon mehr als ich, einen ganz normalen Arbeitstag. Und werden alle auch gut bezahlt?
Ja. Ja. Also jetzt nicht Praktikantengehälter. Nein, ich habe 2 fest und 2 Praktikanten. Mhm. Stefan, wenn du das schon so hörst, also Antonia ist erstens eine Frau, wie wir alle wissen. Außerdem arbeitet sie nur 1/3 ihrer Zeit, verbringt sie mit ihrem Startup. Sie hat Mitarbeiter, die sie ordentlich bezahlt. Nach dem, was ich schon über Startups so gelesen habe, vor allem über Internet-Startups, ist das eine ganz untypische Situation. Stimmt's? Ja, es gibt, sagen wir mal so, es gibt verschiedene Arten von Startups. Und es gibt, sagen wir mal, das, was man vielleicht typischerweise vor Augen hat, wenn man Startup sagt, fällt wahrscheinlich in etwas andere Kategorie als das, was Antonia macht, so wie ich es verstehe. Also das, was wahrscheinlich mehr typisch ist, dass man sagt, ich gründe ein Unternehmen, vielleicht mit mehreren Leuten, und ich habe dann den Anspruch, dass dieses Unternehmen dann auch irgendwann stark anfängt zu wachsen und dann über das Gründerteam hinaus eben Mitarbeiter aufbaut, Umsätze macht, größer wird. Das ist ja eigentlich so das, wenn man so will, das klassische Startup, wenn man so will. Und aber da ist es schon klassische typischer Unternehmen generell, oder? Oder wie unterscheidet sich das jetzt von einem klassischen konventionellen Unternehmen, das sich gründet? Also man als Startup bezeichnet man typischerweise, gibt verschiedene Definitionen, aber typischerweise bezeichnet man als Startup ein Unternehmen, das noch auf der Suche ist nach seinem Geschäftsmodell. Ja, das ist also sondern Startups fangen typischerweise an und haben noch kein Geschäftsmodell. Typischerweise haben sie eine Idee. Oder vielleicht haben sie auch eine Technologie. Und dann ist die wichtigste Aufgabe für ein Startup, ein solches Geschäftsmodell zu entwickeln. Und zu einem Geschäftsmodell gehören verschiedene Dinge. Das fängt damit an, dass man das Produkt ja erstmal irgendwie entwickeln muss. Ja? Also aus der Idee muss ja wirklich ein Produkt oder eine Dienstleistung werden, die auch wirklich beim Kunden ankommt. Also das kann eine Website sein bei Internetunternehmen oder es kann sonst wie ein Produkt sein oder eine App sein. So, dann muss ich aber auch, das ist natürlich ganz wichtig, dieses Produkt muss für den Nutzer ja irgendwie einen Wert haben. Es muss irgendwie ein Problem für ihn lösen. Und dieser Wert, der muss so hoch sein für den Nutzer, dass er bereit ist, dafür auch was zu bezahlen. Ja, und das, was er dafür bezahlt, das muss wiederum ausreichen, um zumindest mal die Kosten dafür zu decken, dass er dieses Produkt auch anbieten kann. Mhm. Ja, also das sind so die Elemente von einem Geschäftsmodell. Ich brauche ein Produkt, ich muss das auch irgendwie produzieren, herstellen können, das Produkt vermarkten können. Ich muss vom Kunden dafür Geld bekommen, dass er mein Produkt nutzt, und dieses Geld muss ausreichen, damit ich eben mein ganzes Unternehmen, meine ganze Organisation finanzieren kann. Also wenn ich das einmal habe, dann kann ich eigentlich erst anfangen zu wachsen. Vorher macht es überhaupt keinen Sinn zu wachsen. Also ich habe gedacht, ein Startup ist vor allem ein Unternehmen, das vielleicht, wie du sagst, eine großartige Idee hat, im besten Falle, das sich kürzlich gegründet hat, das noch ganz am Anfang, wie du gerade beschrieben hast, dieser Gründungs-Unternehmensphase besteht, das noch gar nicht gewachsen ist, das noch dran arbeitet, überhaupt groß zu werden, und das vor allem am Anfang eher mit wenigen Mitarbeitern, dachte ich, und vor allem mit wenig Ausstattung, also finanziellen Mitteln arbeiten muss. Ich dachte, das wäre so gerade Internet-Startups so die Kriterien, die die meisten erfüllen. Liege ich falsch? Nein, überhaupt nicht. Also das schließt sich überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, wenn ich noch kein Geschäftsmodell habe, dann heißt das auch typischerweise, ich habe noch keine vernünftigen Umsätze, also habe ich wenig Geld, also habe ich wenig Leute und muss mit dem arbeiten, was ich habe, beziehungsweise ich muss mir irgendwie eine Finanzierung suchen. Das ist ja eines der Themen, die wir wahrscheinlich noch sprechen werden, ja, der Problematiken. Wie kommt die Kohle rein, bevor ich genug Kunden habe, die mich auch bezahlen? Ja, da muss ich ja eben ein Produkt entwickeln. Ich brauche eine Zeit, bis ich eben am Markt bin, bis ich so weit bin, dass ich wirklich Umsätze machen kann. Da entsteht ja so eine Zeit, in der ich eben Geld brauche. Mhm. Und das muss ich irgendwo besorgen, muss ich halt eben finanzieren. Mhm. Aber in der Tat sind das eben Unternehmen, die eben wenig Mitarbeiter haben, klein sind, hart arbeiten. Das war ja das andere Thema. Also die meisten Startups, man hört das immer wieder von den Leuten, die dann erfolgreich waren und auf ihre Zeit zurückblicken, die reden schon davon, dass sie 60, 70, 80 Stunden Wochen gehabt haben. Mhm. Das ist durchaus nicht unrealistisch. Und es gibt durchaus Mitarbeiter, die da mitarbeiten, die das erstmal für lau machen, in der Hoffnung, aus dem Startup wird mal was Großes, oder? Ja, also für lau weiß ich es nicht, aber es gibt sicherlich Leute, die das für ein Gehalt machen, das wahrscheinlich niedriger ist als das, was sie woanders kriegen würden, und die dafür auf der einen Seite natürlich an einer unglaublich spannenden Geschichte mitarbeiten, also es macht auch einfach sehr viel Spaß. Das ist immer das Gegenargument, aber andererseits... Auch das ist ein valides Argument, aber es ist typischerweise durchaus so, dass vielfach, nicht immer, aber vielfach es in diesen Startups eben auch Mitarbeiterbeteiligungsprogramme gibt, sodass, wenn es dann funktioniert, ich auch finanziell was davon habe. Antonia, wie war das bei dir am Anfang? Hattest du auch erst nur eine Idee oder hattest du schon tatsächlich ein richtiges Geschäftsmodell mit allem, was Stefan gerade beschrieben hatte? Also wie warst du aufgestellt, bevor du vor 9 Monaten Shortlist Europe quasi offiziell gegründet hast? Da
hatte ich nicht unbedingt eine Idee, denn das, was ich mache, ist nichts Neues. Mhm. Das ist ein altes Geschäft im Prinzip. Personalvermittlung, Headhunting, wie es will. Ich hatte aber das Problem erlebt. Und das Problem, nicht das richtige Personal finden zu können. Genau. Mhm. Oder nicht zu den richtigen Kosten. Oder viele Personalvermittler, die ich jetzt auf der anderen Seite, ich war ja davor im Unternehmen Personalerin, die ich dann immer in meine Tür reinmarschiert bekam und denen dann auch nach einer Stunde Briefing nun den Auftrag mit rausgab und dann Kandidaten bekam, die einfach nicht online waren oder die nicht das verstanden haben, worum es wirklich ging bei diesen häufig stark wachsenden Unternehmen. Du vermittelst ja gezielt für Startups, ne? Das haben wir am Anfang vielleicht nicht deutlich genug gemacht. Also gerade Leute, ja, die da jemanden suchen. Ja, mit einer Einschränkung schon finanzierte Startups, mhm, also nicht von Anfang an. Die sich noch in dieser richtigen... Ich habe eine Dienstleistung, mhm, und die will bezahlt werden. Also ich mache das nicht nur aus Freundschaft oder was. Mhm. Sondern, also ich habe tatsächlich ein Geschäftsmodell, das ist ganz einfach, einen Auftrag und dann... suchst du jemanden und wenn der erfolgreich, genau, vermittelt wird, kriegst du Geld. Genau. Und was es eben besonders macht, ich habe ja davor... die Unternehmen, die ich heute bediene, von innen gesehen. Also ich war ja in der Situation. Ich habe zum einen gute Kontakte, aber ich habe auch immer wieder mich mit den Geschäftsmodellen auseinandergesetzt, mit den Anforderungen, das finde ich fast noch spannender, die ein Mitarbeiter in verschiedenen Phasen mitbringen sollte. Das reicht nicht, dass man auf den Hochschulabschluss und die Note guckt. Reicht es ja schon lange nicht mehr. Es reicht auch nicht auf die Kontakte oder eine Empfehlung. Du musst auch wirklich viel mehr noch auf die Persönlichkeit gucken. Stressresistenz, wie testet man das? Ist das was? Stressresistent muss man sein, wenn man in einem Startup arbeiten möchte? Risikofreude. Für mich zu einem Gefühl, also wenn es darauf geht, wenn die Frage wäre, ob man erfolgreich dort arbeiten möchte, sind das auf jeden Fall Faktoren. Mhm. Also du hattest noch die nicht... Möglichkeit, ja? Chancen zu sehen, die würde ich jedem Mitarbeiter versuchen... rauszukitzeln, in so einem Kennenlernen, in so einem Gespräch. Warum? Weil das sind die Leute, die nicht rausgehen und sagen, ich habe da nichts verdient, sondern die sagen, ich habe da mal ganz klein angefangen, als Mädchen für alles. Und dann habe ich die Chance gesehen, was ich bei jedem Gründer sage, aber eben auch bei jedem Mitarbeiter würde ich das eben so ein bisschen abtesten, auf jeder Ebene, der gesucht wird. Aber ich habe die Chance gesehen, das ist eine Fähigkeit, sowas zu können. Mhm. Und ich habe die genommen. Mhm. So war es bei mir übrigens auch. Ich habe davor ja in zwei... wie es heißt, Companies gearbeitet. Was ist das? Ich habe jetzt meine letzte Firma gebootstrapped. Das heißt, dass ich wirklich mit sehr wenigen Mitteln aus meinen eigenen Einnahmen heraus mich selbst finanziere. Jetzt, momentan, mit Shortlist Europe. Ganz genau. Also du hattest Eigenkapital. Du hast dir nicht von irgendwelchen Investoren Geld geholt. Doch, ich habe Mitgesellschafter. Das schon. Okay. Wo kommen die her? Aber im Gegensatz dazu war meine Idee klar und eigentlich auch mein Geschäftsmodell klar. Also ein bisschen anders, als der Stefan es jetzt definiert hat. Das war mir schon klar. Das ist relativ einfach. Also ich vermittle Menschen. Ja. Aber wo kommen deine Gesellschafter her, die Interesse daran haben, mit in dich zu investieren? Sind das Privatinvestoren? Nee, auch aus der Branche einfach. Mhm. Und die haben Anteile an deiner Firma, an deinem Unternehmen. Genau. Okay. Genau. Und die sehen natürlich erst dann Kohle, wenn es wächst und wenn es erfolgreich ist. Ne? Genau. Noch pumpen die erstmal nur rein. Genau. Was ist denn so ein Anfangskapital? Nur mal eine grobe Hausnummer. Mhm. Was muss man da so mitbringen? Was hast du mitbringen müssen, deiner Meinung nach? Also, womit kalkuliert man da? Also, ich rein persönlich habe das Stammkapital mitgebracht. Das sind 25.000 Euro, um eine GmbH zu gründen. Ich habe mich für eine GmbH-Gründung entschieden. Man kann es auch anders machen, man kann eine GbR gründen oder eine Einzelunternehmung. Nicht? Als Selbstständige braucht man erstmal gar nichts mitbringen. Aber ich dachte einfach, eine GmbH hat eben auch Vorteile. Mhm. Gerade in meinem Business, das ist schon wichtig, das, was dahinter steht. Ja? Dass man irgendwo vertrauenserweckend ist. Also ich meine, du bist seit 9 Monaten dabei. Mhm. Wir haben jetzt eben schon mitbekommen, im Gegensatz zu vielleicht manch anderen, die nur eine Idee haben und noch nicht mehr, warst du ja sehr gut vorbereitet. Du kanntest das Geschäft schon. Ja. Du hast versucht und das auf die Beine gestellt, was du schon kanntest, was du von anderen kanntest und hast dein eigenes Ding jetzt draus gemacht. Jetzt läuft's. Du hast dein Startkapital, du hast deine Gesellschafter. Mhm. Und wie läuft's so? Also ich habe Aufträge, ich habe... genügend? Ich habe für uns drei genügend, also wir sind ja drei Angestellte sozusagen. Mhm. Das ist ganz super. Es gab auf jeden Fall in der Anfangsphase Dinge, die länger gedauert haben. Zum Beispiel? Das habe ich echt nicht geglaubt, die Namensfindung. Ja. Bei mir unheimlich schwer getan. Naja, ich bin halt kein Kreativer. Sag mal ein paar Kandidaten, die du so hattest, was du gerne genommen hättest. Anstatt Shortlist Europe, ja. Schöne Frage, weil es war wirklich eine schwere Geburt. Ich habe zuerst tendiert zu A-Player.
A-Player. A-Player. Ist so auch so, ne? Wir sind top und wir sind, die reißen was. Aber ich hatte dann gerade als Personalerin extreme Definitionsprobleme, wer tatsächlich ein A-Player ist und wie stark das tatsächlich von einem selbst abhängt oder von der Situation und der Aufgabe, in die einer reingeschickt wird. Mhm. Das war eigentlich sehr, sehr lange mein Favorit. Ja. Ne? Und dann, dann wurde es die Shortlist, dann hast du gesehen, gibt es schon als URL, also aus der Shortlist Europe rausgemacht. Ja, ich Shortlist Europe rausgemacht. Und das ist, das hilft mir heute ungemein, mich auch an mein Geschäftsmodell zu hangeln, zu sagen, ich schlage euch jetzt die drei besten Leute vor, die ich hier für diese Position gefunden habe, für das Budget, das ihr habt. Und machst du denn schon Gewinn? Weil ich habe irgendwo gelesen, es dauert Minimum ein Jahr, bis du uns da Nee. Also das ist bei mir schon anders. Okay. Na, weil ich habe relativ wenig Ausgaben. Mhm. Ich muss ja ich muss nichts in die Entwicklung tun. Ich habe eine Datenbanksoftware, die ist aber gekauft. Klar, die würde ich nicht selbst. Das wäre ja völlig overengineered. Muss man schon heißen. Genau, ich glaub, kann ich auch nicht. Das ist das Besondere an deinem Startup. Also das ist eine Dienstleistung. So ist es. Es ist im Kern du als Dienstleistung und du nutzt wahrscheinlich das Intel, um deine Dienstleistung zu erbringen. Im Kern ist die Dienstleistung. Ja, aber im Kern ist die Dienstleistung deine Personalberatung. Und das ist, wenn man so will, das Untypische. Ist das untypisch, eben, also die meisten anderen Internet-Startups produzieren etwas, oder? Naja, das, was man so typischerweise meint, wenn man von einem Internet-Startup spricht, ist ja, dass ein Team ein Produkt baut. Und das bringt das Problem mit sich, dass ich erstmal investieren muss, weil dieses Produkt muss gebaut werden, bevor ich es an den Markt bringe. Wir können das ja mal am Beispiel von so einer App machen. Sagen wir mal, jemand hat da eine super Idee. Und will diese App jetzt, hat die Idee, hat es entworfen, hat vielleicht ein Team zusammengetrommelt, die haben erstmal keine Kohle, jetzt müssen die das ja irgendwo vorstellen. Genau. Ja. Und ja Kohle irgendwie reinholen. Geht man zur Bank? Wo geht man hin? Also, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Zur Bank sollte man nicht gehen, die finanzieren sowas typischerweise nicht, weil denen das so riskant ist. Aber ich sag mal so die typischen Quellen, und ich glaube, wenn ich es recht verstanden habe, ist auch deine Quelle, kommt daher, man nennt das so Friends and Family auf Neudeutsch, also aus dem Freundes- und Familienkreis, das ist typischerweise eine wichtige Geldquelle, also eine Finanzierungsquelle. Also sehr hübsch, wenn man das hat. Es geht ja auch nicht immer um die Riesensummen, aber Friends and Family ist eine typische, können ja auch mehrere sein, muss ja nicht nur einer sein. Mhm. Also das ist viele Startups sind über Friends and Family erstmal finanziert, das heißt Freunde und Familie haben da möglicherweise investiert. Dann gibt es die sogenannten Business Angels. Ja, das ist eine zweite Quelle von Kapitalgebern. Das sind typischerweise selbst Unternehmer, typischerweise erfolgreiche Unternehmer, die schon mal ein Exit, also die schon einmal ein Unternehmen erfolgreich verkauft haben, deswegen über ein gewisses privates Kapital verfügen und jetzt ihr Geld und vor allem auch ihr Know-how und ihre Erfahrungen einbringen in ein neues Unternehmen und sagen, ich finde es eine gute Idee, ich glaube daran, ich glaube an dich als Unternehmer und deswegen finanziere ich das. Und deswegen wo treffe ich die denn? Die gibt es in Berlin. Die trifft man nicht einfach so, weil sie rumlaufen, sondern die vernetzen sich. Mhm. Es gibt also da gerade hier in Berlin ist Netzwerk Hauptstadt, also alle Netzwerken mit jedem und da gibt es eben Netzwerke, wo eben auch diese Business Angels unterwegs sind. Und da muss man reinkommen, wenn man ein Startup ist, in diese Netzwerke. Das ist also dann ist das wie ein Casting. Also man stellt seine Idee knapp vor und die haben nicht viel Zeit oder nehmen die sich Zeit? Also Netzwerke funktionieren eben vor allem mal dadurch, dass man auf Empfehlung kommt. Mhm. Ja, also der wichtigste Filter für die allermeisten Investoren ist das eigene Netzwerk. Weil wer aus meinem Netzwerk heraus mir jemandem empfiehlt, der hat offensichtlich schon mal darüber nachgedacht und findet das auch wirklich gut. Weil sonst würde er mir das nicht empfehlen. Beziehungsweise wenn er mir schlechte Sachen empfiehlt, ist er irgendwann auch in meinem Netzwerk nicht mehr so wahnsinnig wertvoll. Mhm. Also diese Netzwerke funktionieren als eine ganz wichtige Filterfunktion. Mhm. Und so kommt man dann, wenn man da eine gute Idee hat, hoffentlich irgendwann an solchen Business Angel. Ja, und dann muss man in der Tat pitchen, auch das ist ein englischer Begriff, weil wir noch viele haben heute Abend. Das heißt, da geht es dann eben natürlich darum, diese Idee zu präsentieren, vorzustellen und denjenigen zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, in die es eben wert ist zu investieren. Ich habe irgendwo mal gesehen, dass es sogar so Partys gibt. Start-up-Partys. Ja, oder so Großinvestoren, so Großinvestoren rumgehen und dann gehen die so von Stand zu Stand und jeder hat dann so, und alle wollen die Visitenkarte haben von dem Großinvestor, dem Risikokapitalinvestor und Es gibt ist einfach, das wirklich Realität oder ist das gibt, so ein bisschen gehypt? Es gibt verschiedene Formate, wo man eben dieses Netzwerken ein Stück weit organisiert. Und dazu gehören auch solche Formate, wo man eben bewusst Kapitalgeber und Kapitalsuchende zusammenbringt und dann auf sehr effiziente Art und Weise versucht, dass man möglichst an einem Abend möglichst viele Leute kennenlernen kann. Das gibt es. Und ist das alles mit dem Investoren suchen und Investoren finden bei Startups irgendwie einfacher als bei einem normalen Unternehmen? Also ich meine,
wenn du sagst, die Bank finanziert es eher nicht, habe ich ja anscheinend keine andere Möglichkeit, als nach Alternativen zu suchen, wie vielleicht auch nach Crowdfunding oder eben Familie und Freunde oder nach Business Angels. Startups, ich meine, wer eine gute Idee hat und noch kein Geschäftsmodell, der kann auch sehr schnell wieder weg sein vom Fenster. Also es ist ein großes Risiko wahrscheinlich, so in ein Startup zu investieren, oder? Genau, und das ist das Besondere an Startups. Und das ist auch der Unterschied eben zu einem etablierten Unternehmen. Startups haben das Risiko zu scheitern. Also 7 von 10 Startups scheitern. Und die scheitern auch schneller als klassische Unternehmen? Oder? Naja, klassische Unternehmen sind ja nur deshalb klassisch, weil sie schon eine ganze Zeit lang gibt, ohne dass sie gescheitert sind. Mhm. Also das, klassische Gründungsform. So, wenn man jetzt eben nicht, wenn man schon gut ausgearbeitetes Geschäftsmodell hat, weniger Risikokapital aufnimmt, also das viel mehr durchdacht ist vielleicht mit Existenzgründerförderung und so ein Kram. Also ich glaube, da gibt es keine großen Unterschiede. Mhm. Also ich unterstelle jedem Gründer, dass er erstmal darüber nachgedacht hat, was er macht. Aber wenn man auf alles schaut, dann muss man feststellen, grob 1 von 10 Startups ist wirklich erfolgreich. 1 von 10 und 3 von 10 kommen irgendwie mal über die Runden und 7 von 10 verschwinden ganz schnell wieder. Mhm. Und das Tolle ist, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Das ist immer wichtig. Ja? Mhm. Naja, weil es einfach normal ist. Mhm. Also Innovation, da liegt es im Kern der, von Innovation liegt, dass man nicht weiß, was dabei rauskommt. Mhm. Scheitern muss Teil des Konzeptes sein. Wo es scheitern ist okay, die am schnellsten? Zu scheitern. Was ist denn die erste, was sind denn diese Hürden? Also na, wo letztendlich scheitern, die scheitern vor allem mal daran, an der Entwicklung von dem Geschäftsmodell, von dem ich gerade gesprochen habe. Mhm. Das heißt, vielleicht ist das Produkt oder vielleicht ist die das, was Sie als Lösung sich ausgedacht haben für den Kunden. Vielleicht ist das etwas, was der Kunde gar nicht will. Oder er will es nicht in der Art und Weise. Oder es kommt zur falschen Zeit. Oder es kommt zur falschen Zeit. Oder es ist ihm nicht so viel wert, wie ich brauche, um das Produkt zu produzieren. Mhm. Oder es gibt einfach nicht genug von denen das viel wert ist. Mhm. Oder ich habe eine gute Idee und die aber umzusetzen, stellt sich halt so teuer heraus, dass es eben gar nicht geht. Mhm. Und. Also es gibt ja viele Gründe, aus denen sowas scheitern kann. Wichtig ist nur zu verstehen, das ist okay. Es gehört zum Wesen von Innovation. Naja, für die Leute, die das gerade gegründet haben, ist es wahrscheinlich nie okay. Es ist wahrscheinlich für die im Moment hart, aber das Wichtige ist, dass die wieder aufstehen und weitermachen. Und es ist auch wichtig, dass wir alle verstehen und akzeptieren, dass es okay ist zu scheitern. Also die Chance, dass ein neues deutsches eBay oder ein deutsches Yahoo, Facebook, irgendwas dabei rumkommt, ist sehr gering. Ja? Also die natürlich großen, ist die gering. Aber wenn wir Griffe, auf die alle warten, sind selten. Aber die ist, ja, natürlich sind die selten. Die sind aber in etwa in den USA, wo die meisten herkommen, sind die genauso selten. Mhm. Nur es gibt da eben viel mehr Leute, die den Mut haben, das zu probieren. Mhm. Und das Scheitern ist eben viel besser verstanden als Teil eines Innovationsprozesses. Mhm. Und es ist auch stärker akzeptiert, dass man scheitert. Mhm. Viele der erfolgreichen Gründer sind, bevor sie erfolgreich gewesen sind, 1-2 Mal gescheitert. Mhm. Und das ist keine schlechte Sache, das ist eine gute Sache, weil sie wahnsinnig viel dabei gelernt haben. Mhm. Und ich komme deswegen darauf, weil du gerade den Vergleich zu einem etablierten Unternehmen ansprichst. Etablierte Unternehmen tun sich nicht zuletzt deswegen mit solchen bahnbrechenden Innovationen sehr, sehr schwer, weil es in der Kultur eines etablierten Unternehmens praktisch unmöglich ist, die Möglichkeit des Scheiterns zu verankern. Mhm. Ja, also in einem großen Unternehmen kommt Scheitern nicht vor. Da ist kein Platz für Scheitern. Mhm. Und damit ist auch nur beschränkt Platz für Innovation. Mhm. Ich würde an dieser Stelle mal festhalten, also Startup fassen wir zusammen als ein Unternehmen, das sich noch gerade in der Anfangs- und Gründungsphase befindet. Dahinter steckt meistens eine hoffentlich gute, sehr kreative Idee. Die meisten Startups, ganz im Gegensatz zu Antonia jetzt, haben am Anfang eher vielleicht wenig Mitarbeiter, wenig Kapital, suchen sich Investoren und vor allem Startups haben ein hohes Risiko vielleicht, aber auch ein hohes Potenzial. Ja? Also entweder, dass sie sehr erfolgreich werden können oder eben auch nicht. Oder wenn man mal erfolgreich war, auch sehr schnell wieder weg sein können vom Fenster. Sprechen wir doch mal über Gründer wie Antonia. Also wer so dahinter steckt. Jetzt haben wir eben schon erfahren, dass dein Startup nicht unbedingt das durchgängigste ist und das Klischee-Startup. Aber beschreib dich doch mal kurz. Wie alt bist du, Antonia? Du darfst es ruhig sagen, komm. Ja, klar. Mache ich auch sehr gerne. Ich bin gerade 37 geworden. Ja. Wie würdest du dich beschreiben? Was für ein Typ Mensch bist du? Wenn mal ein bisschen rauszufinden, was da für Charaktere hinterstecken können. Mhm. Ich muss aber noch mal einmal vorgreifen, sonst müsste ich ja jetzt... Nee, nicht vorgreifen. Zurückgreifen. Noch mal das Auffinden. Für mich ist es nicht so typisch. Ja, aber genau das ist ja letztendlich auch, warum ich mich entschieden habe, das zu machen. Mhm. Ich im Gegensatz zu den klassischen Headhuntern oder Wettbewerbern, die haben selbst ganz, ganz selten in den Firmen, Konstrukten jemals gearbeitet, für die sie jetzt meinen, Positionen zu finden. Also du meinst, Leute, die das Gleiche machen wie du, haben nicht so viel Insider-Wissen. Die waren einfach nicht innen drin gewesen. Mhm. Ja. Mhm. Genauso wie ich noch nie im Konzern gearbeitet habe. Das ist wahrscheinlich dann auch das Merkmal, was dich jetzt erfolgreicher macht als vielleicht andere. Ich habe einfach verschiedene Unternehmensphasen miterlebt. Ich habe bei Brands for Friends gearbeitet und
Du hast auch alle Phasen miterlebt. Ne? Das war ein stark wachsendes Unternehmen, genau nach dem Modell, wie es Stefan beschrieben hat, mit einer Menge Risikokapital, stark wachsend. Und einem Exit. Brands for Friends kennt jeder. Es ist eine, so eine geschlossene Shopping-Community. Man muss sich anmelden, wenn man heiße Deals abgreifen möchte. Klamotten, Accessoires, Designerware. Ne? Genau. Gibt es verschiedene Aktionen, aber man muss angemeldet sein in der Community, damit man die Chance hat, da was abzugreifen. Also Schnäppchen. Warn-Startup ist heute ist verkauft, ein etablierteres Unternehmen und gehört direkt zu eBay. Also 100%. eBay, genau. Auch für höheren Millionenbetrag ist es verkauft 150 worden. Millionen. Ja. 150 Millionen. Genau. Also das ist aber genau, aber auf deine Frage, da habe ich dann zugeschaut. Ne? Da hab ich genau das gemacht. Ich habe einmal gesagt, wann, wenn ich jetzt? Kleine Anekdote noch, das muss ja 2007, 2008 gewesen sein. Das war für mich von meinem Lebenslauf her, ich bin 37, habe davor noch ein bisschen was anderes gemacht, aber habe da dann wirklich angefangen, so ungefähr 2006, 2007. 2007 gegründet. 2007, Friends, genau. So mal meine Karriere so ein bisschen anzuschieben. Ne? Und dann diese Überlegung, willst du jetzt in so ein junges Unternehmen reingehen, wo du keine Ahnung hast, was da passiert, ob die überhaupt was machen die da, hast du irgendwelche Referenzen, nix, ja, so richtig. Oder probierst du es doch mal mit dem Konzern? Als Politikwissenschaftlerin ist es so ein bisschen, hast du gleich, ich weiß gar nicht, was im Konzern da los ist, vielleicht nehmen die mich nicht und so weiter. So, das war für mich so dieser Auslöser. Damals weiß ich, 2007 hatte ich mich entschieden, ich fange da mal an, wann, wenn nicht jetzt. Das hat bei mir, für mich ist Unternehmertum gleich Abenteuer, ja, gesagt, hat gesiegt, hat gesagt, ich fange da jetzt einfach mal an, ich probiere das, Konzern lasse ich jetzt erstmal. 2008 ging dann durch die Presse, einmal mehr, dass die Telekom mal wieder eine Massenentlassung hat. All die vermeintlich sicheren Jobs. Und da war für mich das völlig klar, dass das nicht die zweite Wahl ist, in ein Startup oder in ein junges Unternehmen zu gehen. Dass es nicht unbedingt einen Nachteil hat gegenüber einem etablierten Unternehmen. Nicht. Heute sehe ich sogar als richtige Chance und als, wenn du was draus machen möchtest, dann kannst du was draus machen und jetzt auf das zurückzukommen. Aber jetzt wollen wir rausfinden, wer kann es denn da schaffen? Ne? Also was müssen das für Menschen sein? Du hast gesagt, du bist 37. Das ist jetzt dein erstes ganz eigenes Unternehmen, du hast andere mit aufgebaut. Ja. Aber wenn du dir jetzt anschaust, macht es schon Sinn. Also ich habe erst mal zugeschaut bei Brands for Friends, wie schnell das gehen kann, was für Turbulenzen es geht. Es ging hoch und runter, Sicherheit mit Unsicherheit, Geld mit weniger Geld, alles abgewechselt. Ausführlich habe ich gesammelt. Also. Ausführliche Erfahrungen gesammelt. Dann habe ich 2011 einen Online-Supermarkt mitgegründet, und war da schon mitgegründet. Ja, da habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich aber nicht mehr nur zugucken und angestellt sein, ich möchte mal mitgründen, ich möchte Mitgesellschafterin sein. Die Besonderheit da ist, dass der Investor, der Hauptinvestor die Deutsche Post ist, DHL. Das ist auch nochmal was, also wenn wir darauf kommen, wo kommt das Geld her, ja, das ist eine spannende Geschichte, weil das ist ein Konzern. Und der hat jetzt plötzlich in ein Start-up investiert. Also denkt er, da kommt was Gutes bei raus. Eine gewisse Sicherheit im Hintergrund. Also was ich aber jetzt raushöre, ist, dass du jemand bist, der Stück für Stück sich rangearbeitet hat, der nicht zu Hause gesessen hat und auf einmal gedacht hat, geile Idee, ich gründe jetzt mal ein Startup, sondern du bist da reingekommen, du bist da mitgewachsen und dann ist was bei rumgekommen, nämlich jetzt dein ganz eigenes Unternehmen. Jetzt bist du denn eher der Vorsichtige dann oder eher der abenteuerlustige Typ? Also ich meine, hört sich ja Schritt für Schritt hört sich ja nach gewissenhaft geplant an. Ja, im Nachhinein hört sich so an, das ist richtig. Hat sich aber nicht so angefühlt. Die Dinge passieren irgendwie. Also man macht es am Ende. Man macht es einfach. Ist das typisch? Also ich kenne ja wieder nur immer so Filmchen über kleine Startups und da sind das oft so junge Männer, die bedruckte T-Shirts tragen und dicke Brillen im Gesicht haben und die ein Startup gründen und das sieht so aus, hätten die gerade mal Abitur gemacht und jetzt gründen die ein Startup. Ist das die Mehrheit oder sind das eher Leute tatsächlich, die man vielleicht auch nicht so wahrnimmt in der Medienberichterstattung, weil sie vielleicht nicht so, nichts gegen dich, nicht so spektakulär wirken, ne, als Type oder so? Sind das eher Leute wie Antonia, die Erfolg haben, auch welche Gründer, oder sind das eher diese jungen, frischen, die dauernd arbeiten, 24 Stunden, denen das egal ist? Also, ist man ihr vorstellt dazu, ihr habt ja Einblick in die Szene. Wir wissen genau, was haben wir überhaupt kein Thema. Genau. Nein, also typischerweise sind die Gründer schon relativ jung. Also die meisten sind 35 und jünger. Es gibt auch mehr Männer als Frauen. Da ist Antonia also auch eine Ausnahme. Eine Ausnahme, zumindest gehört zur Minderheit.
es ist schon in der Tat so, natürlich, diese Gründer sind risikofreudiger als der Rest der Menschheit. Ja? Also die sind eben bereit, ein Risiko einzugehen. Die wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass das Ganze scheitern kann und machen es eben trotzdem. Mhm. Und das ist wahrscheinlich das, was sie am meisten auszeichnet, dass sie eben diese Risikobereitschaft haben. Und dass sie dann natürlich viele andere Fähigkeiten mit sich mitbringen müssen. Eine gewisse visionäre Kraft. Ich muss ja in der Lage sein, mir etwas auszudenken oder etwas vorzustellen, was es noch gar nicht gibt. Ich muss in der Lage sein, ein Team um mich herum zu versammeln und das dazu zu begeistern, das auch wirklich dann tun und umzusetzen. Vielleicht auch teilweise für weniger Geld, als weniger Geld auch, aber ich glaube, das ist gar nicht das größere Problem. Das größere Problem ist das, was Antonia gerade andeutete, nämlich in jeder Gründung gibt es Höhen und Tiefen und es gibt gute Tage und schlechte Tage und ich glaube, die guten Tage sind besonders gut und die schlechten aber auch besonders schlecht. Mhm. Und da braucht es echt viel Kraft und Überzeugung, um das durchzuziehen und mitzumachen. Und da muss man eben auch als Gründer dann die Kraft haben, diese Leute eben mitzuziehen und dafür zu begeistern, was man da tut. So, und dann kommt natürlich auch irgendwann dazu hin, dass man, wenn es dann einigermaßen erfolgreich ist, dass man eben auch Strukturen aufbauen muss, dass man eine Firma führen muss. Also im Laufe der Zeit wird so ein Startup dann ja hoffentlich größer und auch ein Stück weit mehr wie eine normale Firma. Und dann kommen halt eben dazu, dass es Themen gibt wie Marketing und wie Vertrieb und wie Technologie und so weiter. Die muss man nicht alle selber beherrschen, aber wenn man sie eben führt, wenn man sie managt, muss man ein Minimum von Verständnis muss man schon dafür haben. Also man muss ein sehr offener Mensch sein, diskussionsfreudig, risikobereit, arbeitsbereit, belastbar. All das gehört zu einem Start-up-Gründer. Ich höre immer wieder diesen Begriff des Entrepreneurs. Das hört sich wunderschön an. Wenn es um die Start-up-Szene geht, wird von Entrepreneuren gesprochen und nicht mehr von Unternehmen. Was unterscheidet denn so ein Entrepreneur von einem normalen Unternehmer oder Gründer? In der Wissenschaft nennt man das auch Entrepreneurship. Mhm. Ja, ist der Begriff dafür. Heißt aber nichts anderes. Es meint genau dasselbe. Also eher ein Hype-Begriff als... Ich weiß nicht, ob der gehypt wird, aber es gibt ihn halt und er heißt aber eigentlich nichts anderes. Mhm. Ich höre ihn auch gar nicht so oft, muss ich sagen. Sind es denn eher, also du sagst eben schon eher Männer als Frauen. Ich habe mal eine Statistik gelesen, nach der es nur 13% Frauen in Deutschland sind. Das ist ja eklatant viel weniger als Männer. Findest du das auch als seltsam oder ist es für dich völlig in Ordnung? Also hast du mehr männliche Kollegen, weibliche? Wie ist das bei euch so? Also in meinem Team, ich habe tatsächlich einen Mann, eine Frau, um jetzt ganz konkret zu sein. Ja. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Männern zusammen, deswegen habe ich kein Problem damit, dass das tatsächlich eine männerdominierte Domäne ist, gerade wenn es um Netzwerken geht. Das sind schon... Ist das so, ja? Ja, absolut. Ich dachte, Frauen können so gut netzwerken. Ja, das ist ja das Fantastische dabei. Und da muss ich ein bisschen tatsächlich auswählen. Also ich habe mich gerade angemeldet bei einem Entrepreneurship, Forum einer wie sagt man, führenden deutschen Privatuniversität oder auch Business School. Mhm. Und ich bin fast vom Hocker gefallen. Da sind bisher genau zwei weibliche Speakerinnen, Rednerinnen vorgesehen. Und damit fängt es eigentlich schon an. Hat das was mit dem vor allem ganze Thema Vorbild, dass man es doch machen kann, dass man das einfach auch als Chance wieder wahrnimmt? Das ist dort schon so. Ich stelle da schon fest, das Organisationsteam besteht aus Männern. Das sind studentische Organisationen, das sind alles Studenten und keine Studentinnen. Hat vielleicht was mit Netz und Technik und so zu tun? In dem Fall mit Sicherheit, auf jeden Fall. Sind vielleicht also Männer auch die risikobereiteren Gründer, frage ich mich gerade. Nee. Also ich würde gerne noch ein anderes Beispiel anführen. Bei All You Need, dem Online-Supermarkt, da fördern wir einen Verein, Rocket Biz, von Anfang an, der sich dafür einsetzt, dass eben Unternehmertum auch an Schulen schon, ja, gelehrt ist schon das falsche Wort. Also dort angekommen wird, dass da Kurse schon mit Achtklässlern gemacht werden. Weil es bei Unternehmertum in meinen Augen nicht um eine Rechtsform oder sonst irgendwie was geht oder um Angestellten versus Selbstständigkeit, sondern um tatsächlich eine Denke, ne? Um dieses ich handle jetzt völlig bewusst, selbstbewusst für meinen, ich bin mir der Folgen bewusst. Mhm. Wenn ich das mache oder lasse, dann passiert das und das. Und das ist für mich eigentlich der große Unterschied, oder das tatsächlich Unternehmerische. Mhm.
klar, da muss man ein bisschen lustig auch für sein, nicht? Und sagen, okay, aber dass man das schon den Kindern auch mitgibt und den jungen Menschen und den ganzen Leuten, das fängt für mich nicht erst in der Uni an, das fängt mir für mich noch früher an. Damit wir noch mehr Gründer haben. Genau, dass das einfach mehr die Denke ist und dann kann man nochmal über was eben, das ist immer nur die eine Hälfte, Scheitern und so weiter. Aber es ist, wie viel Angst hast du denn vor dem Scheitern mit deinem eigenen Unternehmen jetzt? Ist das permanent da oder weil es jetzt gerade ganz gut läuft, denkt man nicht mehr drüber nach? Ja, nee, und das war auch vorhin mal keine so eine Sache. Ich glaube, wenn man sich einmal dafür entschieden hat, dann scheitert man vielleicht mit der einen Idee. Mhm. Aber das Geniale daran ist, oder man muss vielleicht auch mal eine Company zumachen, aber man kann ja das Gelernte rausnehmen und woanders oder mit einem anderen Team nochmal machen. Mhm. Und das ist für mich dann schon, ich hoffe, es klingt jetzt Ausrede, aber eigentlich das Gelernte, was ich mitnehme, und dann ist kein Scheitern mehr. Also ich habe ja keine Angst, dass du deine Mitarbeiter doch, ich habe auch schlaflose Nächte. Okay. Auf jeden Fall. Die gibt's schon. Worüber denkst du dann nach? Über ganz vieles, aber auch organisatorischer Art und Weise. Das ist vielleicht die zweite Sache, die mir mal ein bisschen am Herzen liegt, wenn das schon immer so gesagt wird, es gibt nur 13% Frauen und das ist etwas Besonderes oder sonst was. Nee, ich habe irgendwann für mich noch was anderes entdeckt. Mein Mann ist selbst in der Branche und irgendwo sind wir auch gemeinsam erfolgreich. Ja, das wird heute passt er, ja, das ist ganz romantisch. heute passt er mal aufs Kind auf. Ich habe die Möglichkeit bekommen, hier zu sein. Mhm. Ja, er hat meistens Vorrang, gerade bei Abendveranstaltungen, gerade wenn es auf Konferenzen oder sonst was geht. Damit kann ich super leben. Das heißt, auch hier wieder, ich hätte jetzt in einen Teilzeitjob gehen können und sagen können, okay, ich lasse einen Griffel fallen und meine Kollegin übernimmt dann. Mhm. Oder ich hätte sagen können, okay, in der Zeit, die ich gerade habe, da finde ich jetzt ein Modell. Mhm. Und das war nun mal das, was ich kann, also was mit Personal. Guck mal, du hast es gut organisiert, ne? Du hast Familie und Geschäft. Ich musste das aber organisieren. Ich kann mir vorstellen, dass es Männern vielleicht leichter fällt, vor allem wenn es Männer um die 20, 25 sind. Ja, klar, wenn du sagst, alle, sie sind eher unter 35, solche jungen Unternehmer, Start-up-Gründer, da hast du noch mehr Energie, noch mehr Zeit, weniger Schlafbedürfnis, dann kannst du eher so ein Start-up auf die Beine kriegen. Oder Antonia hat es Gott sei Dank geschafft, mit allem drumherum das zu organisieren. Ja, also feststeht, die übrige Mehrzahl der Gründer ist tatsächlich männlich. Das hat wahrscheinlich was mit Ausbildungsthemen zu tun, wenn man sich anguckt, wie die Männer- und Frauenquote zum Beispiel in technischen Ausbildungsgängen ist. Die ist auch sehr stark männlich dominiert. Das hat sicherlich auch noch andere Gründe. Jetzt sage ich das mal nicht als Wissenschaftler, sondern als Manager, der hier lange Jahre vorher war. Männer und Frauen haben schon auch so in Unternehmen eine unterschiedliche Art zu kommunizieren. Und diese Art, man spricht ja auch von so einem Elevator Pitch, ja, also erkläre jemandem in der Zeit, die es braucht, um im Aufzug vom Erdgeschoss in den dritten Stock zu fahren, also die eine Minute, die man hat, erkläre in einer Minute, was du gerade Tolles machst, ja, und erkläre das so überzeugend, dass der andere davon begeistert ist und das versteht. Also erfahrungsgemäß, das sagen mir auch viele so, tun sich damit Männer leichter als Frauen. Ja, spricht nicht unbedingt für sie, aber macht wahrscheinlich das Leben einfacher als Startup-Unternehmer. Sprechen wir doch nochmal über die Kohle, die man auch damit machen kann. Du, Gott sei Dank, arbeitest jetzt schon gewinnbringend. Es gibt Startups, bei denen dauert es sehr viel länger. Die müssen sich sehr viele Investoren suchen. Irgendwann klappt es vielleicht. Wie groß sind denn die Chancen, überhaupt mit einem Startup die gute Kohle zu machen? Also richtig viel. Und jetzt nicht irgendwie im kleinen Business vor sich hinzudümpeln. Du hast ja eben schon gesagt, dass es vielleicht nur 1 von 10 wirklich schafft. Was hast du gesagt? 7 komplett weg? Ne? Ja, so Daumen. Und der Rest Daumen, so eher Daumen, so im kleinen Bereich, ja, ne? Ja, im kleinen Profitbereich. Ja. Mit welchen Ideen macht man zurzeit? Was kannst du da sehen, die richtig guten Sachen? Womit verdient man zurzeit richtig gut? Ah, das kann man so also pauschal, glaube ich. Ich forsche es noch 2 Jahre dran und dann habe ich die Antwort. Und dann investiere ich so richtig. Man kann das ja sehen. Ja, also, sind Apps immer noch die große Nummer? Geht es eher um was anderes? So ein kleiner. Nein, es gibt immer den einen oder anderen Trend oder auch Hype, aber das jetzt pauschal zu beantworten, ist, glaube ich, echt schwierig. Ich sag mal so, die Startups, die eine Chance haben, dann wirklich groß zu werden, sind die, von denen man sagt, sie sind skalierbar. Ja, was heißt skalierbar? Skalierbar bedeutet, dass wenn ich das Produkt einmal am Markt habe und ich habe eine bestimmte Anzahl von Nutzern, meinetwegen 10 verschiedene Nutzer, dann ist der Aufwand, der zusätzliche Aufwand, den ich betreiben muss, um statt 10 vielleicht 100 oder 1000 oder 100.000 Nutzer zu haben, der ist gar nicht so wahnsinnig groß. Das nennt man skalierbar. Und das ist das Schöne an den internetbasierten Geschäftsmodellen, dass die in der Regel sehr stark skalierbar sind. Wenn ich einmal eine App habe,
dann ist es ehrlich gesagt wurscht, ob die von 10 oder 1000 oder 100.000 Leuten downgeloadet und genutzt wird. Das heißt, jeder weitere Nutzer bringt mir dann, sofern ich es dann umsetze, mit ihm mache, eben sehr viel, nicht nur Umsatz, sondern eben auch Gewinn, weil die zusätzlichen Kosten habe, die ich habe, um diesen einzelnen Nutzer zu bedienen, die sind sehr gering, vielleicht sogar null. Also Skalierbarkeit ist ein großes Thema. Und bei sehr stark persönlich betriebenen Dienstleistungen, wie du es zum Beispiel machst, da ist die Skalierbarkeit eben nicht unbedingt gegeben, weil der Tag hat nur 12 Stunden und du kannst dich nicht klonen. Das ist aber immer das Interessante, wenn es wirklich sozusagen groß werden soll, also auch gerade wenn man die an die ganz Großen denkt, die dann irgendwann an der Börse sind und vielleicht Millionen, naja, die üblichen Verdächtigen, die Facebooks, Googles, so. Amazons, Ebays dieser Welt, die sind extrem skalierbar, die haben eben große Plattformen gebaut, die können von Millionen, Abermillionen Menschen weltweit genutzt werden und es ist eine und dieselbe Plattform. Aber hast du vielleicht ein Beispiel für ein Startup, das mal sehr gehypt wurde oder sehr erfolgreich war und dann irgendwie doch abgestürzt ist, also wo alle gedacht haben, es wird überhaupt keins sein. Da klar, die gibt es natürlich auch. Also, wahrscheinlich das prominenteste Beispiel in Deutschland ist wahrscheinlich StudiVZ, nicht? Das eine Zeit lang sehr, sehr erfolgreich war, das eine hohe Anzahl von Nutzern hatte und dann innerhalb kürzester Zeit wirklich wieder, also buchstäblich verschwunden ist von der Erdoberfläche. Das gibt es natürlich auch. Weil sie die Konkurrenz namens Facebook nicht erkannt haben, rechtzeitig. Ja, ob sie es erkannt haben, sagen wir dahingestellt, aber weil jedenfalls ihre Nutzer ihnen den Rücken gekehrt haben und stattdessen lieber zu Facebook gegangen sind, ganz genau. Wie wichtig sind denn diese Startups und die Internet-Startups so allgemein für unsere Wirtschaft? Also zum Beispiel Berlin wird ja immer gesagt, ist nicht Silicon Valley, sondern Silicon Alley, ja. Angeblich, weil es hier so eine unglaublich gute Gründerkultur gibt. Ja. Wird es erkannt in der Stadt zum Beispiel? Wird es gefördert? Wie ist das angekommen? Ja, mittlerweile wird es, glaube ich, schon erkannt. Also mittlerweile hat sich das, glaube ich, gut rumgesprochen, dass es ein wichtiger Faktor ist. Ich habe jetzt gerade eine Studie gelesen, die Internetwirtschaft hat einen höheren Anteil an der Wertschöpfung als die Bauwirtschaft in Berlin. Ja, das ist schon mal ein Wort. Also es spielt schon eine große Rolle. Da werden Arbeitsplätze geschaffen, da entstehen neue Unternehmen, da entstehen Innovationen. Es zieht vor allem auch Menschen ja an aus internationalem Umfeld hier nach Berlin, und zwar ehrgeizige, gut ausgebildete Leute kommen nach Berlin, um sich hier selbstständig zu machen. Doch, das ist, glaube ich, ohne Frage so, und das wird auch erkannt, und ich glaube, es ist aber auch gesellschaftlich ist es wichtig, dass wir eine starke unternehmerische Kultur haben. Wir liegen ja, wenn man das so vergleicht, so eher im hinteren Drittel, was Unternehmer Im weltweiten Vergleich, genau. Da gibt es andere Länder, die sind wesentlich unternehmerischer als wir. Und gerade in diesem digitalen Umfeld, in dem Technologieumfeld, da ist das dann nicht überraschend, wenn man mal schaut, wer sollen denn die großen, wirklich großen, international agierenden Spieler sind. Da gibt es weit und breit keine Deutschen, gibt es auch keine Europäer. Mhm. Ganz konkret, also Europa ist da, was ich mal gelesen habe, Kreisklasse. Also das letzte Startup, das in Deutschland gegründet worden ist und das globale Relevanz erreicht hat, ist SAP. Und SAP wurde 1973 gegründet, das ist 40 Jahre her. Wir haben seit 40 Jahren im Technologiebereich, seit 40 Jahren kein einziges Unternehmen hervorgebracht, das im Technologiebereich wirklich globale Relevanz erreicht hat. Woran liegt's denn? Ja, das ist ein abendfüllendes Thema. Also, deswegen sind wir ja hier. Genau, also gibt es viele Gründe, die genannt werden. Es fängt damit an, dass wir erstmal zu wenig Gründer und Gründungen haben. Also wir haben einfach weniger Gründer und weniger Gründungen im Vergleich zum Beispiel mit USA oder auch anderen Ländern. Da ändert sich gerade ein bisschen was, ja, weil wir gerade eben an so Stellen wie Berlin sehen, dass es hip wird, ja, zu gründen. Aber es fängt an, dass wir zu wenig Gründer haben. Es geht weiter damit, dass wir in viel geringerem Umfang als etwa in den USA Kapital zur Verfügung steht, Risikokapital zur Verfügung steht. Also es gibt nicht genug Investoren. Ja, deutsche Investoren. Ja, es müssen ja nicht deutsche Investoren sein. Also das ist immer ein bisschen die Frage nach Henne und Ei. Ja. Gibt es nicht genug Investoren, weil es nicht genug Gründer gibt, oder gibt es nicht genug Gründer, weil es nicht genug Investoren gibt? Sehr schwer zu beantworten, die Frage. Fakt ist, es wird ein Bruchteil von dem investiert, also ein Dreißigstel von dem, was allein im Silicon Valley investiert wird, wird in Deutschland investiert. Ein Dreißigstel. Das ist eine ganz andere Dimension, von dem wir da reden. Dann geht es weiter damit, dass man typischerweise auch den Startups hier aus dem europäischen und dem deutschen Raum vorwirft, sie seien zu wenig ambitioniert. Gerade hier in Deutschland ist es ein gewisses Problem. Wir sind so ein bisschen stuck in the middle, wie man sagt. Ja, der deutsche Markt ist ein ziemlich großer, 80 Millionen Menschen. Das heißt, es macht durchaus Sinn, als ein hiesiges Unternehmen zu sagen, ich fokussiere mich jetzt auf den deutschen Markt, weil der ist ausreichend groß, um dann vernünftiges Geschäft zu bauen. Ja, das könnte ein Schweizer Unternehmen oder ein holländisches Unternehmen nie sagen. Die müssen gleich international denken.
Deswegen werden sie vielleicht erfolgreich in Deutschland, aber nicht darüber hinaus. Gibt es ja auch viele Beispiele dafür. Amerikanische Unternehmen wiederum, wenn die einmal in ihrem Heimatmarkt wirklich erfolgreich gewesen sind, sind sie quasi definitionsgemäß auch global die Nummer eins und haben entsprechend Mittel, um international erfolgreich zu sein. Also es gibt eine Reihe von strukturellen Gründen, die dafür sprechen, aber die eben dafür sorgen, dass wir da nicht so stark aufgestellt sind. Aber aus meiner Sicht ist der wichtigste ein Teil dieser kulturelle Grund, also was wir vorhin sagten, die Bereitschaft, Scheitern zu akzeptieren als den normalen Alltag in einer Welt, in der man sich um Innovation kümmert, die Bereitschaft auch hinzunehmen, dass ein Scheitern mit Lernen verbunden ist und die Person, die da vermeintlich gescheitert ist oder deren Geschäftsidee gescheitert ist, da rausgeht und einfach Dinge gelernt hat, die man ansonsten gar nicht lernen könnte. Und diesem ganzen Konzept des Scheiterns mehr Positives abzugewinnen, das ist, glaube ich, etwas. Das hört sich so schön an, wenn du das sagst, ein bisschen was Positives abgewinnen. Also ich kann verstehen, dass Leute auch Angst haben, ne? Ich meine, was zu verlieren. Und wenn du sagst, gut, da wäre erstmal nur kleine Summen manchmal investiert, klar, trotzdem stehst du da vor deinem Aus. Also ja, das kulturell zu fassen, finde ich irgendwie. Diejenigen, die das Geld da reingeben, vor allem mal die professionellen Investoren, die haben ein Portfolio. Na klar. Die haben eben diese 10 Investitionen. Und die kriegen auch nichts wieder. Wenn das pleite geht, ist das Geld weg. Da muss keiner was zurückzahlen. Ne? Also die Investoren geben eben Eigenkapital da rein. Die haben ein großes Portfolio. Und für die gilt die Regel 10-3-7, von der ich gerade, oder 10-3-6, von der ich gerade, 1-3-6, von der ich gerade gesprochen habe. Ja, denen ist das egal, dass die meisten von denen pleite gehen. Solange sie einen Gewinner haben, ist es für ihr Gesamtportfolio völlig in Ordnung. Also da muss man kein Mitgefühl haben. Aber den Gründern ist es nicht egal. So, die Gründer, was haben die investiert? Die haben vielleicht ein bisschen Geld investiert, vor allem haben die Arbeitszeit investiert. Natürlich, und das ist auch der Grund, warum es viele junge Leute sind, das fällt natürlich einem 25- oder 30-Jährigen viel leichter, 2-3 Jahre Arbeitszeit zu investieren, als jemand, der 35 oder 45 ist, Kinder hat, Familie hat und so weiter. Klar, das ist schon so. Aber ich sag mal, mit einem gescheiterten Gründer, das tut bestimmt weh dann, wenn die Geschäftsidee gescheitert ist. Aber das ist ja nicht das Ende der Karriere oder das Ende des Lebens oder das Ende vom Lied, wenn das passiert. Das ist im Gegenteil, wir müssen davon wegkommen, dass wir so denken, um mehr Innovation, mehr Gründertum zu haben. Wenn du jetzt so geschrieben hast, dass wir ja international nicht besonders doll dastehen und generell auch Europa da nicht so ganz groß glänzen kann, gibt es denn dann diese angeblich neue deutsche Gründerkultur so gar nicht? Wird die eher ein bisschen hochgeschrieben und gehypt, also damit überhaupt was passiert? Also dass alle doch, sagen, so rund um die Internet-Startups oder so. Was hast du für ein Gefühl, Antonia? Gibt es da eine gute Szene? Wächst die, deine Netzwerke, sowas? Also, da ich ja von innen heraus spreche, ja, in meinem kleinen Mikrokosmos, ja, das ist natürlich so, dass ich mich fast nur mit Gründern oder gründungsaffinen Menschen umgebe, klar, auf jeden Fall. Aber ist Berlin da der Ort für dich oder würdest du auch nach Frankfurt oder nach München gehen? Ich würde auch gerne wieder nach München ziehen. Ich glaube, dass da auch einiges passiert. Aber Berlin ist nun mal einfach gerade die Gründer... momentan. Hochburg, ja. Aber das muss man auch ein bisschen differenzieren. Ne? Also München zum Beispiel hat eine sehr starke uninahe Gründerszene. Da wird sehr viel stärker aus den Unis heraus noch gegründet. Währenddessen hier ja tatsächlich die sogenannten Hipster kommen, die mit Mitte 20 einmal hierher ein bisschen, viele Spaß Europäer haben wollen, eine App gründen. Wenn es nicht klappt, hat man so viel Sand nicht gesetzt, weil eine App zu entwickeln kostet halt nicht mehr viel. Mhm. Also diese Spaßgesellschaft, das ist, die gibt es natürlich hier viel öfter als in München zum Beispiel. Also um ein bisschen Ehrenrettung für Berlin zu betreiben. Also das ist mittlerweile ist Berlin der Standort, an dem weiß, am meisten Risikokapital in Deutschland investiert wird. Vor München. Das ist erst seit kurzem so, aber jetzt ist das so. Also Berlin ist schon der wichtigste Standort in Deutschland für technologieorientierte Gründungen. Deswegen, das wächst. Mhm. Ja, und das Wichtige ist eben, das wächst in verschiedenen Dimensionen. Also es gibt mehr Gründer, es gibt mehr Unternehmen, es gibt aber vor allem auch mehr von dem, was als Netzwerk um Gründer herum passiert und passieren muss, was extrem wichtig ist, dafür, dass man eine erfolgreiche Gründer ein Gründungsökosystem, so nennt man das ja auch, hat. Also das heißt, diejenigen, die bereit sind zu investieren, die als spezialisierte Berater unterwegs sind, so jemand wie du zum Beispiel, der spezialisiert ist als Recruiter für Startups, bis hin zu Anwälten und Steuerberatern, die auf diese Klientel spezialisiert sind. Also als Gründer brauche ich ein Netzwerk, in dem ich mich bewege. Und dieses Netzwerk ist eben mindestens genauso wichtig wie der eigentliche Gründer. Und all diese Dinge sind in den letzten Jahren in Berlin sehr stark gewachsen. Also Berlin ist sicherlich unter diesen größeren Standorten international derjenige, der sich am dynamischsten entwickelt.
Aber es ist ja noch ein langer Weg, bis man denn, also diesen Vergleich mit Silicon Valley, ich kann ihn nicht mehr hören. Ja, einfach streichen aus dem Vokabular, weil da liegen Welten dazwischen. Und es ist auch gar nicht erstrebenswert, so zu tun, als könnten wir morgen oder übermorgen oder sollten wir morgen oder übermorgen das nächste Silicon Valley sein. Alles Quatsch. Aber es gibt auch noch andere Standorte wie London und Tel Aviv und andere, die sind alle noch heute weiter als Berlin, aber wir sind auf einem guten Weg und das ist auch gut. Ist wirklich ein guter Weg und es ist nicht eine Halbblase, die trotzdem irgendwie einfach platzt. Ja, das ist jetzt alles schwarz, es ist alles weiß, es wächst zumindest und es wird Rückschläge geben auf diesem langen Weg, deswegen muss man nicht gleich die Blase ausrufen und glauben, dass es alles kollabiert. Aber es ist schon wichtig, dass es vor allem mal ein paar gute Exits gibt. Ja, also das ist halt extrem. Genau, es ist extrem wichtig. Also ich meine, wovon lebt denn das Berliner Ökosystem? Das lebt nicht zuletzt davon, dass es eine Reihe von erfolgreichen Exits gegeben hat, insbesondere aus dem Umfeld der Samwer-Brüder und von Rocket Internet, ja, die eben Exits machen. Dadurch wird viel Geld verdient und dieses Geld fließt zurück in das Ökosystem. Das ist das Entscheidende. In das Ökosystem Startups in Berlin. Genau, in das Ökosystem der Gründer und der Startups. Und da ist es schon wichtig, dass es immer wieder mal regelmäßig erfolgreiche Exits gibt, weil nur so kann ich eben vor allem mal das Geld generieren, das ich brauche, um das Ökosystem weiter zum Wachsen zu bringen. Aber wenn du gesagt hast, eben, dass es normal ist, dass die Mehrheit der Startups scheitert und dass nur wenige es schaffen, das große Geld zu machen, muss man dann sagen, dass die Startup-Szene generell eine ist, in der tatsächlich gar nicht so viel verdient wird? Im Vergleich wozu? Wie man vielleicht immer denkt, wenn man die Erfolgsstorys hört, wo die Millionen Deals passieren. Das schon, sind die großen Ausnahmen, ja? Also da muss man schon realistisch sein, ja. Es ist ein hohes Risiko und das Risiko des Scheiterns ist hoch, das ist so. Aber wenn man eben es dann schafft, dann ist eben das, was man dann bekommt, auch entsprechend verlockend und entsprechend groß. Also das ist aber eben genau diese Risikobereitschaft, die man eben haben muss. Alles oder nichts, ja. Sehr amerikanisch, ne? Ja, das gehört eben zu den Dingen, ja, kulturell. Das ist eine Mentalität, die aus verschiedenen Gründen den Amerikanern wahrscheinlich per se näher liegt als den Deutschen, wobei ich solche Klischees immer schwierig finde. Aber klar, es ist am Ende des Tages eine Frage der persönlichen Einstellung. Und diese persönliche Einstellung ist nach meiner Ansicht der wichtigste Treiber dafür, ob wir eben viel Unternehmertum und damit auch erfolgreiches Unternehmertum haben oder nicht. Mhm. Also wir hatten gerade, um eine Anekdote zu erzählen, vor kurzem, wenigen Wochen war hier in Berlin Peter Thiel zu Gast. Mhm. Peter Thiel ist einer der Vorzeigeunternehmer aus USA. Der war einer der Gründer von PayPal. Das ist ein sehr erfolgreicher Bezahldienst, der für Milliarden danach verkauft worden ist an eBay. Und hat danach sich aber nicht etwa auf die faule Haut gelegt, sondern hat dann weiter investiert, war einer der frühen Investoren bei Facebook, hat allein damit Milliarden verdient und hat noch eine Vielzahl von Initiativen und Gründungen gemacht. Hochbegabter Typ, an der besten Uni studiert, mit 17 irgendwie Schach, weiß nicht, Großmeister oder irgend so. Also sehr, sehr smarter Typ. Alles Bedingungen für einen erfolgreichen Ja, Moment. Ja, naja, hilfreich. Hilfreich, wie immer, bei allem im Leben hilfreich, auch bei Unternehmertum. Der war hier bei euch zu Besuch. Was heißt bei uns? Der war in Berlin zu Besuch und da war unter anderem ich dann aber ich war auch bei denjenigen, die also ihm zuhören durften. Und der ist in Deutschland geboren, interessanterweise, und mit 2 oder 3 Jahren in die USA ausgewandert. Und ich stelle die steile These auf, dass so wie wir unsere Eliten, wenn ich das mal sagen darf, organisieren, wäre Peter Thiel heute in Deutschland Hochschulprofessor und nicht erfolgreicher Unternehmer. Okay, das ist eine steile These und ein ganz anderes Thema. Damit sind wir beim Thema Unternehmertum. Aber da könnten wir noch eine weitere Sendestunde mitfüllen. Ich wollte mal ganz kurz in die Runde fragen, ob es hier eigentlich irgendwelche Entrepreneure unter uns gibt hier. Gibt es hier einen Entrepreneur, eine Entrepreneur? Hier vorne, Startup-Gründer. Ich finde auch, dass Unternehmer und Entrepreneur ein Unterschied ist. Okay, dann hast du das Mikro. Millionen in dieser Welt wohne ich auch. Okay, wenn ich eine Fahrradwerkstatt aufmache, bin ich ein Unternehmer. Wenn ich ein neues Facebook, was immer das ist, entwickle, was es noch nicht gibt, ist es innovativ, dann bin ich ein Entrepreneur. So habe ich den Begriff kennengelernt, der für mich auch Sinn macht, sonst wird es nicht 2 geben, dachte ich immer. Also eine richtig innovative neue Idee, nicht einfach die nächste Bäckerei, den nächsten Fahrradladen, genau, den nächsten Blumenladen aufmachen. Was ist dein, hast du ein Startup, wie würdest du es beschreiben, was ist dein Unternehmen? Ich habe 2 Startups, eins mit einem produziere ich interaktive Serienformate, aus TV-Serie und Online-Spiel, wo man die Möglichkeit hat, das für Kinder ist animiert, selber an der Geschichte teilzunehmen. Ja. Und das zweite ist, wird ein Crowd, entweder Funding oder
Investing-Portal für Filme. Ob da arbeiten wir tatsächlich noch am Geschäftsmodell, ob Investing sich lohnt oder nicht, ob das funktioniert oder nicht, wissen wir noch nicht. Wie einfach oder wie schwer war das für dich jetzt finanziell, das alles auf die Beine zu stellen? Wie leicht war es, an Geld zu kommen? Wie leicht war es, vielleicht Durststrecken zu überlegen? Also ging es bei dir auch so gut, wie wir das von Antonia schon gehört Überhaupt haben? Überhaupt nicht. Ich bin in sowas eine völlige Niete. Ich habe immer, wenn ich in der aktuellen Arbeitssituation, in der ich war, den Sinn nicht mehr drin gesehen habe, habe ich alles fallen gelassen und bin in die Arbeitslosigkeit gegangen, auf der Suche nach etwas Neuem, was mich gereizt hat. Okay, da ist aber schon eine gewisse Risikobereitschaft ja von total. Total. Mein Vorteil ist vielleicht, oder mein Nachteil, wie man es will, ich muss nicht reich werden. Das war noch, wenn man mir eine Yacht schenken würde, wüsste ich gar nicht, was ich damit soll. Okay, das ist eine gute Voraussetzung, damit du auch scheitern kannst. Ja, ich habe nicht viel zu verlieren. Aber wie läuft es denn finanziell? Also ich meine, schlecht. Es läuft nicht gut. Schlecht, weil das eine Startup ist ein gigantisches Unternehmen, weil ich muss am Ende ein Online-Spiel produzieren, was funktioniert. Ich muss eine TV-Serie produzieren, was funktioniert. Also im Grunde muss ich zwei Häuser bauen. Ja. Und das zweite ist, das Projekt gibt es ja noch gar nicht. So lange zahle ich drauf. Es ist einfach Arbeitszeit und es kann, wie er schon richtig sagt, dann am Ende rauskommen, dass das Ganze nicht wird. Beschäftigst du Mitarbeiter? Nee. Klar. Gar nicht, du machst alles allein. Ich habe für die eine Geschichte einen Kooperationsvertrag mitgemacht mit einem Game Studio und mit einem Animationsfilmproduzenten. Und das zweite mache ich mit dem Betreiber einer Crowdfunding-Plattform. Wie viel Zeit gibst du dir noch, bevor du wieder was Neues anfängst? Gute Frage. Gute Frage deshalb, weil ich muss mich zwingen, da dran zu bleiben, weil ich gerne nach neuen Dingen gucke. Die Geduld oder die Kraft, die Durststrecken durchzuhängen, kostet mich sehr viel. Mhm. Ja. Also aber irgendwann muss man, glaube ich, die Größe haben, wie das kenne ich aus der Filmproduktion, muss man auch die Größe haben zu sagen, das Ding ist scheiße, das schmeiße ich jetzt weg. Ich habe da jetzt viel Arbeit reingesteckt, aber wenn das Drehbuch hat 60.000 Euro gekostet, aber die Produktionskosten des Films würden 2 Millionen kosten, aber lieber schmeiße ich 60.000 Euro in die Tonne als 2 Millionen. Ja, trotzdem, es ist schwer. Nicht jeder kann sowas wie du. Hut ab. Was also, denn? Ja, so Entscheidungen treffen, sowas, sich auf sowas einlassen, finde ich gut. Andererseits auch kein einfaches Leben, muss man ja auch mal so sagen. Nee, stimmt. Haben wir noch mehr Entrepreneure hier unter uns? Hier vorne, im Liegestuhl. Natürlich im Liegestuhl. Naja. Nein. Erzähl, was hast du gemacht? Was hast du gegründet? Ich habe ein Startup, ein klassisches Startup mit Fremdkapital aus England, von Wien nach Berlin gezogen mit dem Startup. Mhm. Entscheidung London oder Berlin zum Beispiel. Und du bist nach Berlin gegangen? Ja, war sogar der Investor sitzt in England, hat aber auch gesagt, nach Berlin zu gehen. Weil warum? Momentan so gehypt ist, ja. Spannend. Im Hype und weil so es hier gute Kontakte gibt, genau, oder? Weil gutes Netzwerk, gute Kontakte. So. Billige Mieten. Billige Büros, billige Mieten. Mhm. Das war auch einer der Punkte, weil in London würde ich dann im Keller irgendwo arbeiten und hier kann ich mir ein gutes Büro leisten. Ja. Und was machst du? Das Startup ist eine Suchmaschine. Also wir haben gerade einen Pivot gemacht. Ja. Ein was? Wir haben das Produkt geändert. Wir haben ein Produkt verworfen nach einem Jahr und ein neues Produkt das gemacht. Eine Suchmaschine, die wie Google eine Suchmaschine ist, nur die Seiten indiziert und rankt nach dem, wie lange die Leute drauf gewesen sind. Mhm. Kurze Variante. Und wie weit seid ihr zurzeit? Also ich meine, läuft es gut? Das Ding haben wir erst vor 3 Monaten, also wir haben das andere Produkt davor, 2,5 Jahre lang entwickelt, haben eben den Investor bekommen, waren auf so einem Startup Bootcamp, also so ein Seed Accelerator heißt das, wo man halt ist 3 Monate vor Ort und ein Netzwerk aufbaut, in dem man Leute trifft. Mhm. Haben das Investment bekommen, sind damit nach Berlin gezogen, haben das Produkt entwickelt, haben es gelauncht, haben gesehen, es funktioniert nicht, haben es weggeschmissen, haben was Neues gemacht. Das hört sich alles so einfach an hier bei euch beiden. Naja, halt was Neues. Irgendwann muss man machen. Also die Entscheidung, das andere Produkt wegzuschmeißen, das neue zu machen, hat 10 Minuten gedauert, weil irgendwann muss man die Entscheidung. Was treibt dich denn an, weiterzumachen? Was ist das genau? Einfach Interesse. Ich habe mein ganzes Leben lang immer Firmen gehabt oder Firmen gegründet und Firmen geschlossen, Firmen verkauft, was auch immer. Also das hat sich immer so weiterentwickelt. Ja. Und kannst du davon gut leben? Ich konnte schon mal sehr gut davon leben. Momentan habe ich jetzt alles mein Geld wieder rein investiert. Jetzt werden wir wieder sehen, jetzt sind wir wieder auf Investorensuche. Ja. Mhm. Mal sehen. Fällt dir das inzwischen leicht, weil du schon so viel Erfahrung hast? Leicht ist es nicht immer. Es ist halt es ist immer was Neues. Ja. Mhm. Man lernt, es macht jetzt nicht viel Spaß, wenn man jetzt nicht viel lernt dabei. Ja.
vielleicht kannst du noch mal einen Wunsch äußern. Was vermisst du in der ganzen Start-up-Szene hier so in Deutschland? Gibt's da was? Was in Berlin momentan fehlt, aber es ist ein europäisches Problem, das ist aber ein sehr spezifisches Problem, ist das Series E-Problem im Endeffekt. Ja. Also man kriegt als Startup, wenn man ein klassisches Startup ist, das auf Skalierbarkeit ausgelegt ist, kriegt man eine Seed-Runde. Das sind irgendwie in Europa zwischen 100.000 und 500.000, weil 500.000 schon sehr viel ist für Europa. Für ein Jahr zum Beispiel. Und dann geht man normalerweise in die nächste Runde, dass man sagt, dann braucht man so zwischen 1 und 2 Millionen oder vielleicht 3 Millionen, hängt davon ab, wie gut das Unternehmen funktioniert. Und diese erste Runde gibt es in Europa relativ leicht, unter Anführungszeichen. Gibt es auch in Berlin Business Angel also und so weiter. Also das Startkapital gibt es. Das Startkapital. Leicht. Und dann aber die nächste Runde zu bekommen, ist relativ schwierig in Europa. Ja. Weil diese institutionellen Investoren eben dann die Validierung des Produkts haben wollen. Ja. Mhm. Die noch nicht immer da sein muss. Mhm. Und da scheitern dann sehr viele momentan. Da fehlt auch in Berlin momentan das Kapital für die Series E-Runden. Mhm. Aber das wird Stefan wahrscheinlich besser auch genug wissen dazu. Ja. Gibt es Kapital oder die Denke dafür? Ich glaube, momentan fehlt das Kapital noch oder die Leute, das also wahrscheinlich ist die Szene noch zu jung, dass es schon genug Firmen gibt, die auf dieses brauchen. Ja. Mhm. Und deswegen fehlt das Kapital und das Denke und die Leute dafür. Es gibt noch zu wenig erfolgreiche Startups in Berlin, zu wenig Exits. Ja. Das ist das große Problem eigentlich, dass die großen Exits fehlen. Also alle warten darauf, dass irgendein Soundcloud Booker mal irgendwie einen Exit schafft oder so. Ja. Die großen Verkäufe meinst ja. du damit, ne? Ja. Okay. Gibt es noch mehr Leute hier, die was berichten können aus der großen Welt der Entrepreneure? Die Schwierigkeiten und Herausforderungen, Wünsche? In diesem Sinne? Hattest du quasi das letzte Wort heute in unserem Talk. Schön, dass du extra aus Wien hier und so, ne? Ich liebe in Berlin. Ah ja, trotzdem. Meine schöne österreichischen Gast jetzt haben es auch was Tolles. Fein. Antonia, toll, dass du da warst. Antonia Latte. Und auch Stefan Groß-Seelberg hier aus dem Haus vom HIIG. Wir haben gesprochen über Startups, vor allem Internet-Startups und ob es denn sowas wie eine Gründerkultur hier gibt und welche Chancen sie so hat. Und es hört sich so an, es müsste noch ziemlich viel wachsen. Stimmt's, Stefan? Ja? Das stimmt. Antonia, wie sind deine Aussichten? Wovon träumst du? Meine Millionen, klar. Hauptmotivation war tatsächlich nicht Millionen. Ich wüsste auch nicht ganz genau, wie ich damit umgehe. Meine Hauptmotivation als Personalerin war immer Arbeitsplätze schaffen. Und das tun die Startups durchaus. Mhm. Und die hat Berlin halt auch nötig. Und die werden immer wieder kommen. Ob mit dem einen oder dem anderen, ob eins scheitert und das nächste kommt. Mir geht es um die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, die dadurch entstehen. Dir weiterhin viel Erfolg. Schön, dass du da warst. Schön, dass ihr alle da wart. Ich bin Marlies Schaum. Das war hier der digitale Salon von D-Radio Wissen und dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und beim nächsten Mal, Ende Oktober, geht es darum, wie sich die Universitätslandschaft durch das Netz so verändert. Also seid dabei, wenn ihr Bock habt, im Radio oder hier vor Ort in Berlin. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für euch. Schön, dass ihr da wart. Fragen jenseits des Talks an Antonia oder an Stefan oder eine Klage oder möchte was loben oder irgendwie in die Richtung möchte verklagen, dann könnt ihr sie gerne stellen. Ich gebe das Mikro gerne weiter, sonst könnt ihr die beiden natürlich auch jetzt gleich beim Wein oder bei einem Wasser ansprechen, wenn ihr wollt. Keine Fragen? Na dann.